Rheuma kommt selten allein. Rheumatoide Arthritis und ihre Begleiterkrankungen. Die Rheumatoide Arthritis ist die häufigste entzündliche Erkrankung der Gelenke. Was die meisten Betroffenen nicht wissen, ist, dass Menschen mit Rheumatoide Arthritis ein erhöhtes Risiko haben, Begleiterkrankungen zu bekommen. Das liegt häufig an der Krankheit selbst, kann aber auch eine Nebenwirkung der Medikamente sein. So leiden viele Patienten auch an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose oder Depression. Bis zu 80% der Patienten bekommen mindestens eine Begleiterkrankung. Doch was können Sie tun? 5 Tipps zum Umgang mit den Begleiterkrankungen von Rheumatoider Arthritis. Tipp 1. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Bei Rheumatoider Arthritis kommt es auch unter fachärztlicher Behandlung vor, dass die Begleiterkrankungen weniger beachtet und daher nicht konsequent behandelt werden. Sprechen Sie Ihren Arzt auf mögliche Begleiterkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose oder Depressionen an. Wenn Sie konkrete Beschwerden haben, wie ein Druckgefühl über dem Herzen bei Belastung, Herzrhythmusstörung, Wasser in den Beinen, erhöhten Blutdruck oder einen erhöhten Cholesterinwert, sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Arzt. Tipp 2. Eine konsequente Therapie hilft bei Rheumatoider Arthritis. Um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere Begleiterkrankungen zu senken, sollte Ihre Therapie nach der Diagnose einsetzen. Und dann ist es wichtig, dass Ihre Medikamente optimal ausgewählt und eingestellt werden. Durch eine konsequente Therapie kann die entzündliche Aktivität im Körper fast ganz verschwinden. Dadurch wird das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen, erheblich gesenkt. Auch Depressionen und andere Begleiterkrankungen treten seltener auf, wenn die Erkrankung gut im Griff ist. Tipp 3. Beugen Sie Osteoporose vor. Die Osteoporose entsteht einerseits durch die Rheumatoide Arthritis selbst, zusätzlich aber auch durch die Therapie, vor allen Dingen durch Cortison. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Cortisondosis möglichst niedrig gehalten wird. Oder, wenn möglich, auch ganz abgesetzt wird. Auch eine ausreichende Einnahme von Calcium und Vitamin D ist wichtig. Beides bitte nur in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Tipp 4. Kontrolluntersuchungen ernst nehmen. Bleiben Sie am Ball. Gehen Sie zu den regelmäßigen Kontrolluntersuchungen. Dort werden Sie körperlich untersucht. Ihre Gelenke, Ihr Herz, Ihre Lunge, der Blutdruck. Es wird Blut abgenommen und Urin getestet. So können Begleiterkrankungen schnell entdeckt und frühzeitig behandelt werden. Tipp 5. Helfen Sie mit. Sie können auch selbst etwas dafür tun, damit Begleiterkrankungen gar nicht erst entstehen oder sich zumindest nicht verschlimmern. Durch Verzicht aufs Rauchen, einen gesunden Lebensstil, ein normales Gewicht und ausreichend Bewegung bleiben Sie fit. Weitere Informationen finden Sie auf www.rheuma-liga.de.